إن شاء الله heute machen wir weiter mit القواعد الأربعة. Und heute ist letzte Regel, letzte قاعدة. القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة. ويقول فيها الشيخ رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قول الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سورة العنكبوت نمبر 65. الشيخ رحمه الله hat in diesen Regeln ein paar wichtige Dinge auch erwähnt. Und zwar قال إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. Was heißt das? Heißt, dass die Mushrikin von heute oder sag mal von seiner Zeit sogar, Zeit von Sheikh Muhammad ibn Abdelhab rahimahullah, der ist in also 1200 nach islamischer Kalender also gelebt. Das heißt mehr als 200 Jahre. Und trotzdem sagte die Mushrikin von seiner Zeit, obwohl die denken, dass die Muslime sind, sind noch schlimmer als Mushriki Quraysh. Und wir wissen, Mushriki Quraysh, was die angebetet haben. Die haben Steine angebetet. Manchen die haben nichts angebetet. Manchen sogar haben die Frauen angebetet. Aber meisten von Quraysh oder von Kuffar Quraysh haben die Steine angebetet. Diese Figuren wie Hubal, Manah, Al-Izza, Al-Lat und so weiter und so fort. Und trotzdem sagte in seiner Zeit, die Mushrikin, die damals in seiner Zeit gelebt haben, sind noch schlimmer. Aber wenn er jetzt in unsere Zeit kommt und mit uns lebt, er wird sagen, noch und noch schlimmer. Doppelt oder drittel schlimmer ist. Warum? Lianna, Kuffar von damals, die haben also gewusst, was La ilaha illallah azza wa jalla heißt. Und trotzdem, die wollten nicht Allah azza wa jalla anbeten. Warum? Weil die verschiedene Götzen angebetet haben. Und die haben auch sogar gesagt, wie kann sein, dass du uns sagst, dass wir nur einen Gott anbeten. Und wir haben verschiedene Götzen. Und auch Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ما جاء إلا أن يقضي على الشرك. Er ist extra gekommen, damit er den Schirk vernichtet. Aber heutzutage, es gibt Leute, die denken, dass sie Muslime sind und die haben Nawaqid al-Islam öfter gemacht. Zum Beispiel jemand, der sagt, dass Demokratie ist besser als الشريعة الإسلامية، أو رجل تأ أين سنة في محمد صلى الله عليه وسلم بلايتكت، أو رجل تأ زعكت، dass was wir heute im Islam erlebt haben hat nicht mit Islam zu tun، und so weiter und so fort. Die نواقض الوضوء، نواقض الإسلام die wir wissen، weil es gibt viele Leute, wie gesagt, behaupten, dass die Muslime sind, aber die haben nicht mit Islam zu tun. وهذا هو قصد الشيخ. Das, was
الشيخ رحمه الله gemeint hat. Und er sagt in إن مشركي زماننا أغلظ. أغلظ heißt noch schlimmer. شركا من الأول. Die sind noch schlimmer mit Schirk als die von damals. لأن الأول warum؟ لأن الأولين يشركون في الرخاء. Die Kuffar von damals, die haben Schirk gemacht, nur wenn die in Wohlstand sind. Das heißt, wenn die keine Probleme haben, wenn sie nicht in Not sind. Hier machen die Schirk. Aber وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Und wenn die in Not sind, die machen Dua direkt Allah Azza wa Jal. Hier gibt es richtige Tawhid, wenn die in Not sind. Und es gibt euch auch die Beweise. Aber die Muslime oder die Mushrikin von heutzutage, قال الشيخ رحمه الله, يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة. Die machen Schirk, wenn sie in Wohlstand sind, und die machen auch Schirk, auch wenn sie in Not sind. Das ist der Unterschied zwischen die Mushrikin von damals und Mushrikin von heute. Die Mushrikin von damals, wenn die keine Probleme haben, die machen Schirk. Die beten Götzen an, die machen alle Möglichkeiten von Schirk. Aber wenn die zum Beispiel in Meer oder wenn die in Not sind, die machen da direkt Allah Azza wa Jal. Die wissen genau, dass Allah, und wir haben auch oft gesagt, dass die kein Problem mit Ar-Rububiyyah gehabt haben. Die wissen genau, dass Allah Azza wa Jal alles erschaffen hat. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Die werden dir sagen, Allah Azza wa Jal. Keine Zweifel, wenn du dir diese Frage stellst, wer hat die Erde und die Himmel also erschaffen, die werden dir sagen sofort Allah Azza wa Jal. Aber die Mushrikin von heute, wie gesagt, die machen Schirk, wenn die in Wohlstand sind zum Beispiel. Ich kann dir sagen, es gibt verschiedene Arten von Schirk. Warum? Weil auch viele Leute, die denken, ein Schirk ist nur, wenn du eine Figur hast, einen Sanam, und dann ihn anbetest. هذا هو الشرك الأكبر. Das bringt uns von Islam aus. Das war's. Aber es gibt viele Arten und verschiedene Schirk auch. Wenn du das machst, du bist auch ciao. Du bist auch raus. Zum Beispiel, jemand, der in den, also ein Zauberer geht und ihn glaubt, هذا كذلك شرك بالله عز وجل. Weil er ist zu ihm gegangen, weil er denkt, dass er ihn heilt. Und wir wissen, dass Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, uns sagt, wenn du nur zu einem Zauberer gehst, ohne ihn zu glauben, Frau Muslim, ohne ihn zu glauben, dein Gebete werden nicht angenommen 40 Tage. Aber wenn du an ihn glaubst, alles, was er dir sagt, du bist schon ciao, du bist raus. Das ist eine rote Karte. Kann sein, dass du jemand auf einen Bruder von dir triffst und sagst zu ihm, kannst du mir begleiten, ich muss heute einen Sahir besuchen. Wenn er mit dir geht, auch genauso. Auch 40 Tage, seine Gebete werden nicht angenommen. Und damit gemeint, diese Gebete musst du beten. Aber du musst auch glauben, dass diese Gebete werden nicht angenommen. Subhanallah. Und schau mal, wenn jemand so in diese 40 Tagen stirbt, was wird man Allah Azza wa Jalla sagen? Kann sein, dass jemand auch also die Hadith falsch verstanden hat und der sagt,
ich habe diese Fehler gemacht. Ich war bei einem Zauberer und auf einmal habe ich jetzt also 40 Tage, meine Gebete werden nicht angenommen. Brauche ich auch nicht zu beten. Dann er macht zweite Fehler. Weißt du? Das heißt, diese 40 Tage, er muss beten. Obwohl diese Gebete werden nicht von ihm angenommen, aber das ist seine Strafe. Das heißt, im Yawm al-Qiyam, er wird kommen ohne diese 40 Tage, ohne diese Gebete, obwohl er gebetet hat, die werden nicht von ihm angenommen. Deshalb, es gibt, wie gesagt, verschiedene Arten von Schirk. Es gibt auch Al-Shirku al-Asrar, die kleine Schirk. Und die kleine Schirk, wissen wir, dass das diese Augendienerei also heißt. Aber diese Augendienerei kann sein, dass er das wird dich auch zum Kufr Akbar, wenn du weiter so machst. Und es gibt auch eine Art von Schirk, wenn du zum Beispiel zu den Gräbern gehst, was heute auch gibt. Es gibt verschiedene Leute, die gehen Gräber und die denken, dass diese Gräber geben alles. Und wenn du auch mit ihm redest, er sagt dir, meine Tante oder meine Oma hat das und das verlangt von Allah Azza wa Jal und sie hat auch bekommen. Und es gibt auch viele Frauen sogar, die waren unfruchtbar, aber als die diese Gräber besucht haben, haben die auch Kinder bekommen. Schau mal, als Shaitan, subhanallah, wer mit Menschen spielt. Deshalb, lieber Bruder, man muss immer aufpassen, لأن الله عز وجل كما يقول فاجبت على زند أوصى الشرك وأوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمن ده أون الشرك gestorben ist wird in Paradies eintreten und jemand der mit Schirk gestorben ist wird in Jahannam eintreten. Hadith und Kadarika rawah Muslim. Al-Muhim. Erkul Sheikh Rahimahullah, dass die alte Mushrikin, die haben Aschirk gemacht, nur wenn die in Wohlstand sind. Aber wenn die im Not sind, يعبدون الله عز وجل والدليل قال الله عز وجل في سورة العنكبوت نما 65 فإذا ركبوا في الفلك الفلك ist شيف البحر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له هي الإخلاص في العبادة هي es gibt kein Schirk warum weil die wissen genau dass Allah عز وجل existiert aber warum haben sie diese Götzen angebetet? Wir haben immer gedacht, dass diese Götzen ist ein Vermittler zwischen die und Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal يقول إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني Allah Azza wa Jal, wenn du etwas von ihm brauchst, brauchst du keinen Vermittler. Denn Allah Azza wa Jal hat in verschiedenen آيات gesagt إذا سألك وإذا سألك وإذا سألك das heißt wenn die dich fragen sag قل wenn die dich fragen sag außer وإذا سألك عبادي عني ما قال الله عز وجل قل direkt sagte فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لأن الله عز وجل يعلم السر وما أخفى Und wir haben auch oft gesagt, dass es gibt verschiedene Dua. لكننا قوم يستعجلون. Wir sind also eilig. Man macht Dua und wir wollen auch schnell das auch bekommen. Und es gibt ein Hadith, قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, wenn du
auf dein Dua wartest, das ist auch eine Ibadah. هذه قمة العبادة, dass du auf eine Erleichterung wartest. هذه عبادة. والحديث رواه مسلم. قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين فلما نجاهم als الله عز وجل دي gerettet hat ماذا فعلوا إذا هم يشركون genauso إذا هم يشركون dann haben die wieder ein Schirk gemacht. Warum? Weil sie wieder in Wohlstand sind. هذا كان نوع الكفر الذي كان يقوم به كفار قريش. Das heißt قريش oder كفار قريش waren so. Im Not يعبدون الله عز وجل direkt. Es gibt kein Vermittler, kein Hubel, gar nichts. Aber wenn die im Not sind, also ich meine, wenn die im Wohlstand sind, dann wieder Hubel und Menat und alle Dinge, was man weiß. Und auch قال الله عز وجل كذلك في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني هذا كذلك إذا كانوا في الضيق من الموت زند هبل لا يعرفونه دي wissen nicht mehr was هبل ist oder منات ist oder اللات ist oder العزة ist. Okay. إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم und als euch wieder gerettet hat und dann wieder أعرضتم, das heißt habt ihr wieder Schirk gemacht. وقال الله عز وجل كذلك في سورة العنكبوت يعني this آية was we auch gesagt haben فلما نجاهم إلى البر إذ هم يشركون. أما مشركو أو مشركي الآن jetzt die مشركين von jetzt wenn die in Not sind, wenn jemand in Not ist und richtig keine reine عقيدة hat, was hört ihr meistens in unseren Ländern zum Beispiel? Also fangen wir erstens mit die großen Mushrikin von Ash-Shia, die sagen Ya Hussein, Ya Fatima, Ya Zahra, Ya Al-Hassan, Ya Ali sogar, wenn die in Not sind. Und wenn die in Wohlstand sind, auch genauso, ja Hussein, ja Hassan, das heißt, wer ist schlimmer jetzt? Die Kuffar von Schia sind schlimmer als die Kuffar von damals von Quraysh. لأن مشركي Quraysh, Alhamdulillah, die haben eine halbe Aqidah gehabt. Wenn die in Not sind, يعبدون الله عز وجل على إخلاص. أما مشرك اليوم كالشيعة مثلا أو كالصوفية مثلا, الصوفية zum Beispiel, wenn einer von denen in Not ist, was ruft er? Ja, Abdul Qadir. Ja, oder? Ja, Badawi. Und so weiter und so fort. Ja, Tijani sogar. Es gibt eine. Warum? Weil diese Leute, die haben diese falsche Aqidah von diesen Leuten. Diese Schuluch von denen haben die auch gesagt, wenn ihr in Not seid, einfach unseren Namen rufen, Allah Azza wa Jal wird euch also retten. Oder sogar auch, ich werde zu euch kommen und euch retten. Und es gibt Menschen bei so vielen Leuten oder bei Shia-Leuten. Es gibt auch zum Beispiel, einer sagt, wenn ihr in Not seid, einfach meinen Namen rufen. Und dann er hat gesagt, und dann habe ich seinen Namen gerufen, ich war in Not, ich war im Meer fast ertrinken und auf einmal habe ich seinen Namen gerufen und dann kam seine Hand. So hat mich vom Meer richtig also hochgezogen, sogar seine Klamotten, die waren nicht nass. Und seine Hand war größer als Meer. Schau mal diese Märchen von diesen Leuten. Warum? Weil das auch in deren Büchern auch steht. وهذا كله من الشيطان من الطاغوت الأكبر
الذي يزين لهم أعمالهم. Und auch der Unterschied Mushriki al-Jahiliyya al-Ula ma amanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Die haben nicht an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt. Aber Mushriki heute, die haben sogar Al-Quran gelesen. Die haben auch Ahadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gelesen und trotzdem. Das heißt, diese Mushriki von heute, uqimat alihim al-hujja. Warum? Weil die kennen Koran und die kennen auch Ahadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sogar heute gibt es auch Leute immer noch, die machen auch Tawaf um die Gräbe. Also, die machen auch Tawaf um die Gräbe und die denken, dass dieser Mensch, der in diesem Grab ist, er wird ihm alles geben und er wird ihm retten von seinen Problemen. Und auch Mu'tazila. Hier Fiat und Menfiat, auch diese eine Mu'tazila ist auch eine Sekte, die auch mit viel Schick zu tun hat. تقول أن أفعال العباد الشريرة مخلوقة للبشر. Das heißt, diese bösen Sachen, was wir machen, مخلوقة. Das heißt, die Menschen erschaffen diese böse Taten, was man macht. هذا كذلك großer Schick. لأن الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Das heißt, hier Al-Khair und hier Al-Shar. Und du bist freiwillig. Wenn du eine gute Aqidah hast, dann nimmst du gute Sachen. Wenn du eine schlechte Aqidah hast, hast du nichts. Sogar, subhanallah, von Hayawanat, wallahi von Hayawanat, die wissen genau, Shari'atullah Azza wa Jal. Ich habe nur vor kurzem ein Video von einer Biene. Kann sein, dass ihr auch gesehen habt. Eine Biene, sie war in einer so wie ein Lokal. Und auf einmal, da waren auch die richtigen Kuffar, die Alkohol trinken. Und sie hat einen kleinen Tropfen, also getrunken, oder gesaugt heißt das, ja? Gesaugt, diese Biene. Und dann, subhanallah, die ist nicht normal geworden und die ist trotzdem zu diesen, wo die anderen Bienen sind. Und sie wollte reinkommen, darf nicht rein. Hier schauen. Warum? Weil diese Bienen, wer ist diese, wo die Bienen sammeln? Bienenstock. Bienenstock. Sie wollte in diesen Bienenstock reinkommen, gab es Soldaten. Warum? Weil die Alkohol gerochen haben. Sie darf nicht rein. Und sogar, sie ist dort geblieben, bis sie gestorben ist. Allah subhanallah. Da hat einer richtig das also aufgenommen, von Anfang an, als sie diese Tropfen, diese Alkohol getrunken hat und trotzdem die ist dort gegangen, aber Soldaten sind da. Sie darf nicht rein. Warum? Weil sie Alkohol getrunken hat. يعني أن الله عز وجل خلق لنا كل شيء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فهو على كل شيء قدير. اوكي؟ وبعض الصوفية كذلك يعتبرون أن الأقطاب هم الذين يخلقون بعض الكون. Sogar manche Sekten von Sufismus, die denken, dass diese Schuluch von denen, die haben sogar auch ein paar Sachen von dieser Universum auch erschaffen. Schau mal, wie die Leute richtig kaputt sind. Und wenn du mit ihm redest, der sagt, ja, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aber wo ist diese Ayat, wo Allah Azza wa Jalla sagte, dass ich für euch alles erschaffen habe? Wo الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Ja, das heißt hier,
diese Arten von diesen Leuten, egal was du ihm auch als Beweise gibst, wir werden dir nicht also glauben. Warum? Weil die Absicht von denen, die wollen nicht, dass die verstehen, dass die auch lernen. Wie auch ein Sheikh gesagt hat, es geht nicht um Beweise, es geht um diesen Mensch, ob er die Wahrheit annehmen will oder nicht. Du kannst ihm tausende, tausende Beweise geben, aber seine Absicht ist nicht, dass er diese Rechtleitung bekommt und auch die Wahrheit auch nimmt. Seine Absicht, dass er dich auch ansteckt. Hadihi hier, nawayahu, das ist seine Absicht. Mushriku Quraysh. Mushriku Quraysh kanu yusalmuna asnamahum bi asma'illah azza wa jalla. Das heißt, diese Asnam, was man weiß, die nehmen zum Beispiel Allat. Allat ist eine Figur, kommt vom Namen von wem? Von Allah azza wa jalla. Und auch Al-Izza, Tahrif, Al-Aziz. Ein Name von Allah azza wa jalla, Al-Aziz. Wa Manah, Al-Mannan. Das heißt, die nehmen diesen Namen von Allah azza wa jalla und die geben diese Götzen, was die anbieten wollen. أما الصوفية يسمون الله ب هو 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 so. Gibt es jemanden, der هو heißt? Gibt es keinen. Wir wissen Allah. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Die Eigenschaften von Allah عز وجل und die Namen von Allah عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Die Eigenschaften von Allah عز وجل, Namen von Allah عز وجل. Aber wenn du in einen Tempel von denen reinkommst, da hörst du nur hu, 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 hu. Und das war's, ja. Und wenn noch schlimmer ist, wenn du mit denen sitzt, da hörst du nur Märchen, subhanallah. Der sagt, ja, ich habe das von unserem Schuyuch also gelernt. Und unser Sheikh ist Masha'Allah, ist Ma'soom. Und Alhamdulillah, der macht jetzt kein Gebet, fastet nicht, macht kein Hajj, der ist nur in einer Ecke und das war's. Und die denken, dass er Al-Jannah erreicht hat. لأنهم يحرفون كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل sagt sein Gesandte اعبد ربك. Also bete deine Herr an bis du stirbst. هكذا قال الله عز وجل. أما شيوخ الصوفية die sagen nein, wir beten Allah Azza wa Jalla, bis wir sicher sind, dass wir im Paradies sind und dann kein Ibadah mehr. Dann machen wir Pause, sowieso sind wir im Paradies. Und die geben das weiter. Das ist ein Erbschaft von denen. Ja? Und das ist eine Sache, die jeder von denen, der auch diese Sekte auch folgt, nimmt. Und die nehmen das mit und sagt, ja, ich habe das mit Aqidah genommen. Deine richtige Aqidah. Mein Sheikh hat ungefähr 3 Jahre nicht mehr geduscht. Weißt du, der Stinke. Weißt du? Und der sagt, Khalas, sogar Wallah, ich habe nur gestern subhanallah ein Video auch gesehen. Einer sitzt so in einem Stuhl und der macht Wudu. Der macht Wudu und dann in seine Füße, also macht seine Füße sauber. Und andere Blindfolger, die nehmen diese Reste, was von seinen Füßen tropft und trinken die das. Allah, die trinken das. Das ist heilig. Wenn ich das trinke, ich werde auch fliegen wie ein Engel. Wo fliegst du? هذه هي عقيدة التي يدعو إليها المعتزلة ويدعو إليها كذلك الأحباش وandere Sekten, was wir auch wissen. ومشركو كذلك الجاهلية عبدوا أناسا صالحين. Das auch ein Unterschied zwischen die Kuffar von damals und die Kuffar von heute, die Muschrikin von heute und die Muschrikin von damals.
Was haben die damals, die Mushrikin, angebetet? Haben sie gute Leute, sogar auch Engel, auch angebetet? كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعبدون الصالحين, richtige Salihin. Wenn einer von denen stirbt, dann die beten ihn an. Aber heute, es gibt Leute, die Alkoholiker sind und die beten die auch an. Und die wissen nicht, dass einer, der in diesem Grab ist, der war ein Alkoholiker. Sogar es gibt in manchen Dörfern, habe ich auch gehört, dass ein Esel in einem Grab und die beten ihn auch an. Die denken, dass er ein Rajul und Salih war von heute. Damals, die haben gute Menschen angebetet, die haben Engel angebetet, die haben Bäume angebetet und so weiter und so fort. Aber von heute, die Leute, die beten, nur schlimme Leute. Schlimm, afzal nas. La yasumuna wa la yusalluna wa yaznuna, und machen die alle schlechten Sachen und trotzdem befolgen die auch. Es gibt eine, heißt, die Tariqa Tujaniya, ein Tariqa, ein Sekt, auch in Marokko und ist auch überall von der ganzen Welt, heißt At-Tariqa Tujaniya. Und der Sheikh von dem heißt At-Tijani. At-Tijani. Dieser Sheikh sagte, solange du mich folgst, mach was du willst. Du bist im Paradies. Ich werde euch in Yawm al-Qiyama so und jeder ins Paradies. Einfach nur tragen ins Paradies. Tragen ins Paradies. Aber diese Leute, subhanallah, die glauben das blind. Solange die hören Paradies, die machen alles. Damals, die Menschen von damals, obwohl die Kuffar waren, die haben nicht diese, was kann ich sagen, die haben nicht diese ما كان عندهم ما كان يزال سبحان الله دام نش فتخوت ولا getraut heißt das دام نش vertraut ja دام نش vertraut dass sie zum Beispiel pipi auf Koran machen getraut دام نش getraut ja aber heute gibt's manche Sachen kann sein. Ich sage euch, als Shaitan sogar, er wird sagen, das ist zu viel, was ihr macht. Das, ich bin von euch richtig enttäuscht. Ich denke, dass ich Shaitan bin, aber ihr seid richtige Shayatin. Es gibt Leute, die machen Sachen, du kannst nicht glauben, Wallah, du kannst nicht glauben. Und ja, ihr habt ja auch gesehen, subhanallah, sogar in Beitullah al-Haram, während dem Tawaf. Es gibt viele Märchen, viele Schirk. Du kannst das nicht glauben. Du sagst, subhanallah, sind wir immer noch in diesen Zeiten von Quraysh? Zeit von Quraysh, kanu ya'adhimuna al-Ka'ba. Zeit von Quraysh, al-Ka'ba bei denen war richtig wertvoll. Und auch al-Haram, damals, wenn eine, zum Beispiel, ich habe die Probleme, okay. Al-Haram hat Grenze. Okay? Al-Haram hat Grenze. Und einer hat jemanden getötet. Hat zum Beispiel seinen Sohn getötet. Wenn dieser Täter in Haram reinkommt, hat Friede. Hat Zufriedenheit. Kann keiner ihn töten. Die warten, bis er raus vom Haram ist, dann. Das war so. Und das steht auch im Koran, subhanallah. Die haben Al-Haram richtig also respektiert und die haben auch diese vier Monate, Al-Ashhur al-Hurum, auch respektiert. Wenn jemand auch, also jemand getötet hat, in diese Monaten, keiner kann ihn anfassen. Bis diese Monate vorbei sind, dann gibt Rache. Aber heute, es gibt Leute, die wissen nicht sogar, was heißt diese vier Monate, diese Al-Ashhur al-Hurum. Und auch, es gibt Leute, die in Haram klauen,
in Haram Alkohol trinken, in Haram Zina machen, in Haram nicht beten, in Haram Riba nehmen und alles. Kuffar Quraysh, die haben Respekt richtig gegenüber Al-Masjid al-Haram. Aber heute, hasbunallahu wa ni'mal wakil. والكعبة كذلك قريش أبرها كم الكعبة تشتري وكم مت زين زولداتن زين إلفانتن وآلس ديزي كعبة تشتري وكم عبد المطلب جد محمد صلى الله عليه وسلم أطفال محمد صلى الله عليه وسلم und hat ihm gesagt lass uns also wie kann man sagen lass die Menschen und die Leute die nach Mekka kommen einmal zu uns warum weil er auch in Sanaa in Jemen hat eine Kirche von Gold sogar gebaut und hat ihm gesagt machen wir mit Abwechslung ein Jahr für uns kommen die Hujjaj zu uns in die Kirche, subhanallah. Und ein Jahr kommen die zu euch. Und das damals war nur, es geht nur um Tijara. Oder ich werde diese Kaaba kaputt machen. Mada qalahu Abdul Muttalib, Jaddu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fa'inna lilbeyti rabban yahmiha. Fa'inna lilbeyti rabbun yahmiha. Weiß, Abdul Muttalib, dass diese Kaaba Allah Azza wa Jalla schützt. Yani, yaqin al-Kuffar von damals, rububiyatihim, yaqinihim bi rububiyati Allah Azza wa Jalla, kanat hunak. Da haben al-Rububiyya gehabt, aber al-Uluhiyya haben die nicht gehabt. Aber die Leute von heute haben die kein Rububiyya und auch kein لهذا على المسلم deshalb muss man Allah Azza wa Jal anbeten dass von uns الشرك entfernen لأن الشرك غلب على كثير من الخلق also es gibt viele Leute die machen الشرك solange sie sogar eine Prüfung bekommen Es gibt manche Leute, die werden krank. Okay? Und dann, du sagst ihm, Achi, musst du Geduld haben. Allah Azza wa Jal heilt. Er sagt, nein, ich kenne jemanden, der Sihr macht. Er kann mich heilen. Schau mal. Wegen dieser Krankheit, er wird Kafir. Das ist schlimm, Achi. Al-Marad oder Schirk. Krankheit oder Schirk. Achi, solange du Muslim bist, ich sag euch, Achi, alles oder egal was ihr verliert, beste Nehmer was man hat, dass wir Muslime sind. Aber es gibt Leute, kann sein, dass die auch heilen. Aber was werden wir helfen, wenn ich mit dieser Heilung zum Kuffar lande? Besser, dass jemand krank bleibt, als er Kuffar oder Kafir also wird. Lianna, Es gibt nicht schlimmste Krankheit ist Al-Kufr. Schlimmste Krankheit ist Al-Kufr. Kama qala Allah Azza wa Jal. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Wa li hadha qala Ibrahim alayhi salam. Wa ajnibni wa baniya an na'bud al-asnam. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام زكت نجا الله مش und meine Familie von Schirk entferne ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني زكت Zeit auch von Ibrahim عليه السلام die nicht an ihn geglaubt haben sagte wenn jemand mich folgt der ist von mir Und wenn jemand nicht mich folgt, der ist nicht von mir. هذه كذلك قمة الولاء والبراء. Das heißt,
Es geht nur um Al-Islam. Wenn jemand dich folgt mit der Wahrheit, der ist von dir. Und die, wenn jemand nicht dich folgen will, هذا ليس منا. لأن الكفر stinkt. Man kann sagen, Al-Kufr stinkt, subhanallah. لأن الكفر was kann ich sagen, Al-Kufr hat so viele negative Sachen. يكفيك يكفي أن الكفار die werden richtig bereuen, wenn die in Jahannam sind. يقولون في سورة الملك قال الله عز وجل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سبحان الله, die werden richtig bereuen. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل, لأن الذي له عقل, jemand der عقل hat und sein عقل ins oder in die Höhle reinbringt, هل هذا عقل؟ Das ist kein عقل. إذا كان الإنسان له عقل, wenn einer ein richtiger عقل hat, der wird sein عقل ihn nicht in die Höhle reinbringen. لأن العقل هناك عقل حي وعقل ميت. Es gibt einen عقل der tot ist und einen عقل der lebendig ist. Genau wie Herz. لأن العقل الله عز وجل hat uns diese Verstände gegeben, damit wir schauen, damit wir an ihn denken, damit wir ihn anbeten. Leute, die Kuffar sind, Allah, die haben kein Leben, subhanallah. Die haben kein Leben. Und wir leben unter die. Und wir wissen genau, wie die auch leben. لأن الكفر, jemand, der kafir ist, hat keine, kann nicht das Leben genießen. Wallahi, kann nie das. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. لأن ذكر الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل هو الحياة. تستو الله عز وجل عن بيتس ist ein Leben. Du musst denken, dass du lebendig bist. Und wenn jemand nicht Allah عز وجل anbetet, der ist tot. Auf ihm wartet so viele Sachen. Wenn er stirbt, fängt auch sein Leben. Und er wird sagen, sogar auch in seinem Grab, wenn er diese drei Fragen bekommt. Man Rabbuk. Sein Rabb war Bierchen, hat nur Bierchen getrunken. Also in Grab, ich kann euch sagen, nachher, Allah, es werden so viele Menschen erstens wach, wenn die im Grab sind. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيأتي الملكين, die zwei Engel, die werden kommen, فيقعدانك, die werden dich zum Sitzen bringen. Du wirst in dein Grab sitzen, du wirst dein عقل wieder bekommen. Und dann bekommst du die Fragen. إذا أجبت فلتاك wenn du richtig geantwortet hast, dann Alhamdulillah. Was wird danach kommen? Leichter für dich. Aber wenn jemand nicht bestanden erst in sein Grab, خلاص, er wird einfach nur sagen, ich habe gehört. Ich habe gehört. Ich habe gehört. Sogar du wirst eine Stimme auch hören, wenn du sagst, ich habe nicht gewusst oder ich habe gehört. Kedelb hat gelogen, hat alles gesehen. In dein Grab, subhanallah, man wird alles erleben. Allahumma, khaffif alayna adab al-qabr. Wa qal al-sheikh ala letztens, الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين أن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء
فاستدل بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه هي كانت آخر قاعدة من القواعد الأربعة. فرحم الشيخ على ما قدم وألحقنا الله عز وجل به موحدين مسلمين. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.